Den einen oder anderen wird wahrscheinlich schon bewusst sein, dass er definitiv ARP-Token erhalten wird. Und jetzt ist die Frage, was macht man jetzt mit den Token? Behält man sie? Verkauft man sie sofort? Wie wird sich Arbitrum bzw. der ARP-Token morgen, sobald er gelauncht wird, verhalten? Und ich habe mal so ein paar Nachforschungen angestellt, habe mal geguckt, wie sich andere Airdrops verhalten haben und wie die Community allgemein momentan den ARP-Token gegenübersteht. Und nur um es einmal der Vollständigkeit halber zu machen, ich bin jetzt hier bei Arbitrum.foundation und wir gucken einmal hier, dann sehen wir, dass ich berechtigt bin, 875 Token zu erhalten. Nur um es einmal genannt zu haben, diese 875 Token sind das Minimum, was man überhaupt erhält. Das bedeutet, man hat bloß das Mindestmaß erfüllt, um überhaupt einen Airdrop zu bekommen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit meinen 875 Token? Und bevor ich da zu meinem persönlichen Fazit komme, schauen wir uns erst einmal an, wie sich Arbitrum allgemein so momentan im Crypto-Space verhält. Und dazu bin ich jetzt hier auf Love2Beat. Und hier könnt ihr nämlich sehen, wie sich so die allgemeinen Scaling-Solution ja momentan verhalten. Hier sind ja ganz, ganz viele vorhanden. Nicht nur Arbitrum, sondern Optimism. Matis ist mit drin, Loopring, ZK Sync. Also doch ziemlich bekannte Projekte sind hier vorhanden. Und was man hier ganz eindeutig sieht, ist, dass Arbitrum die absolute Nummer 1 ist, was das ja allgemeine Handelsvolumen betrifft. Und man allgemein fast 56% der Marktanteile hier besitzt. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge, beziehungsweise ist Arbitrum die absolute Nummer 1. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, diese ganzen Marktanteile, die momentan vorhanden sind und das riesige Handelsvolumen, das im Übrigen sogar höher ist als bei Ethereum, kommt einfach dadurch wegen diesem Airdrop. Ja, die ganzen Leute haben halt einfach über Arbitrum gehandelt, gebridged, gestaked, und so weiter und so fort, um eben diesen potenziellen Airdrop zu erhalten. Und jetzt, wo halt bekannt ist, dass der Airdrop kommen wird und wer dazu berechtigt ist, da könnte man natürlich sagen, okay, das Handelsvolumen könnte dadurch natürlich rapide jetzt sinken. Dem ist aber nicht der Fall. Es ist nach wie vor so, dass Arbitrum unheimlich viel genutzt wird, um eben zu handeln bzw. seine Coins hin und her zu transferieren und. Und das ist natürlich dann so, dass man sagt, es besteht Hoffnung, dass der Coin, wenn er oder der Token, wenn er dann morgen gelauncht wird, also am Donnerstag, heute ist Mittwoch, nicht sofort völlig in die Knie geht und die ganzen Leute ihre Token verkaufen werden. Und ich habe mal Folgendes gemacht. Ich bin mal hier auf CoinMarketCap gegangen und habe halt geschaut. Ich nehme jetzt einfach hier Optimism, denn Optimism ist im Prinzip eigentlich das Projekt, was am ähnlichsten gegenüber Arbitrum ist und auch was so die Marktkapitalisierung betrifft, was allgemein die Tokenomics betrifft und. Und wenn wir jetzt hier einfach mal schauen und wir geben hier einfach mal All ein, dann sehen wir Folgendes. Als Optimism getroppt ist, beziehungsweise der Token, ist Optimism ja absolut eingebrochen. Und hat sich quasi in so ein Loch hier erstmal befunden, was halt auch ziemlich lange gedauert hat. Dann irgendwann ist das Ganze hier unheimlich hoch gestiegen und ist dann erstmal wieder abgeflacht, ganz, ganz lange und ist jetzt wieder gestiegen. Wenn wir jetzt beispielsweise mal Aptos mit reinnehmen, und wir gucken einmal, dann sehen wir Folgendes. Aptos ist gelauncht, Aptos ist gefallen, es ist unheimlich stark gestiegen und es ist wieder gefallen und das Ganze ging dann erstmal so weiter. Im Prinzip ist nämlich genau das gleiche Bild bei Aptos der Fall, wie es auch bei Optimism der Fall ist. Es tut sich nicht viel. Und selbst wenn ich jetzt die anderen großen Airdrops mit dazu nehme, beispielsweise Plur oder andere, überall hat sich ein ähnliches Bild ergeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, höchstwahrscheinlich wird es bei Arbitrum auch der Fall sein, sobald der Token getroppt wird, wird er höchstwahrscheinlich ziemlich stark einbrechen, wird dann erstmal in so ein Loch sich befinden, so wie es hier der Fall ist oder auch wie es hier der Fall ist und wird dann natürlich wieder steigen. So, und wenn wir jetzt beispielsweise mal auf Twitter gehen und wir gucken, ich habe hier einfach mal eingegeben, which price ARP, dann sehen wir beispielsweise hier Olympio und wir sehen hier, dass insgesamt 9800 Votes stattgefunden haben. Die meisten gehen davon aus, dass der Preis bei 1,25 bis 2,50 an Dollar liegen wird pro Token.
Da sage ich gleich nochmal was zu, was ich höchstwahrscheinlich glaube, wie sich der Preis so entwickeln wird. Aber die meisten gehen halt davon aus, dass der Preis halt in dieser Richtung ungefähr gehen wird. Was natürlich nicht verkehrt sein wird. Und so denken wohl die allermeisten, wenn jetzt beispielsweise der Preis sich bei 30 Cent befindet, ich behalte erstmal, der Token könnte dann unheimlich stark ansteigen und sobald er dann irgendwie den Punkt erreicht hat, $2,50, dass dann höchstwahrscheinlich das gleiche passieren wird, wie auch hier bei Optimism und auch bei Aptos, dass halt der Coin, der Token unheimlich stark fallen wird. Schwierig zu sagen. Tatsächlich ist es so, wenn man auf Twitter guckt, dass der Großteil der Leute davon ausgeht, dass sie erstmal ihre Token verkaufen werden. Und wenn man das eben mit diesen ganzen Airdrops vergleicht, dann ist das bloß ein logischer Zug zu sagen, okay, ich verkaufe, sobald ich meine Token habe, also meine Arbitrum-Token, erstmal diese ganzen Token und schaue, wie sich das entwickelt. Und sobald man hier in diesen Loch reingekommen ist, wird eben nachgekauft. Das ist quasi die logische Konsequenz. Gehe ich jetzt von mir selber aus und wenn ich morgen meine Token erhalte, werde ich es höchstwahrscheinlich so machen, dass ich nichts verkaufen werde. Denn ich werde es höchstwahrscheinlich auch so machen, wie ich es auch bei Aptos gemacht habe. Ich gebe jetzt bloß mal Aptos alleine für sich ein. Gehe hier auch eben dann mal auf All. Ich habe nämlich auch, als Aptos rausgegeben wurde, ganz normal gewartet und der Ausgabepreis war $10. Ich habe dann irgendwann nachgeschaut und war irgendwo bei $8 oder sowas und habe quasi diese ganze Phase, die hier vorhanden ist, komplett mitgenommen. Habe ganz normal meine Aptos Coins gestaked und halt immer mehr bekommen und bin dann letzten Endes irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo es war, bei $14 oder $15 habe ich mich dann verabschiedet von den Coins und habe diese erstmal verkauft. Also ich habe ungefähr etwas mehr als 2000 Euro mit meinen Coins verdient. Das allgemeine Hoch war ja hier bei fast $20. Tja, wo der höchste Punkt ist, das weiß niemand. Aber ich bin auch nicht traurig drum, dass ich halt bei $14, $15 verkauft habe. Ich habe damals mal in einem Video gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich, sobald $12 erreicht werden bei Aptos, sowieso verkaufen werde. Ob ich jemals nochmal einsteige bei Aptos, ist halt eine andere Frage. Aber für mich persönlich heißt das jetzt, meine Coins bzw. mein Arbitrum oder Arb-Token werde ich definitiv erstmal nicht verkaufen. Ich sitze einfach dieses Loch hier aus. Ich werde nämlich vollumfänglich diese 850 Token nutzen, sie staken oder sonstiges machen. Ich werde halt gucken, was alles so jetzt mit meinen Token passiert. Ich halte mich da natürlich auf dem Laufenden. Was ich noch mal kurz sagen möchte, ist Folgendes. Wenn wir hier so gucken, beim Ausgabepreis der ARP-Token, ich gehe ganz stark davon aus, wenn wir jetzt uns Optimism noch mal anschauen, dass höchstwahrscheinlich der ARP-Token ähnlich launchen wird wie auch Optimism. Und Optimism hatte das ja auch, dass der Token gelauncht ist und jetzt aktuell bei $2,63 steht, er also sich gar nicht so stark entwickelt hat. Ich glaube aber einfach durch die gesamte Marktkapitalisierung, die aktuell vorhanden ist bei Arbitrum, beziehungsweise wenn man sich die Tokenomics anschaut, wir gucken hier einfach mal. Und wir sehen jetzt hier diese Tokenomics und sehen letzten Endes, wie viel tatsächlich auf die Wallets geht an Token, dass höchstwahrscheinlich der Ausgabepreis so bei 30 Cent liegen wird pro Token. Gehe ich ganz stark von aus. Ich glaube nicht, dass er bei $2 oder sowas liegen wird. Es wäre natürlich schön, aber wir werden es morgen einfach mal sehen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es das schon wieder. Was ich eben noch einmal erwähnen möchte, ist Folgendes. Und zwar fallt nicht auf die ganzen Fake-Twitter-Accounts rein, die euch sagen, ihr müsst jetzt hier und hier auf dieser Arbitrum-Adressen gehen, eure Wallet angeben und dann erhaltet ihr alle eure Arbitrum-Token. Das sind alles momentan absolute Fakes und Scam. Nicht darauf eingehen. Arbitrum.foundation ist die offizielle Adresse beziehungsweise das, wo ihr letzten Endes eure ganzen Token kleben könnt über eure Wallet-Adresse. Bloß nichts anderes annehmen. Denn die meisten klagen tatsächlich darüber, dass sie immer wieder mal so $2 bis $3 an Ethereum verlieren über ihre Wallet, weil sie halt auf diese Fakes reingefallen sind und einen Claiming-Versuch gestartet haben. Arbitrum hat es von vornherein gesagt, Donnerstag, also morgen, wird definitiv der Tag sein, wo die Token getroppt werden. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ganz wichtig noch einmal für euch. Auf Twitter habe ich, wenn wir einmal gucken,
einen neuen Airdrop-Guide hochgeladen. Hier seht ihr es von Polyhedra, ist ruckzuck abgearbeitet, geht richtig schnell. Folgt mir auf Twitter, da sind immer wieder so kleinere Airdrop-Guides, wo ihr halt dann ganz, ganz schnell den Airdrop machen könnt und potenziell einen erhalten könnt. Ansonsten jetzt am Wochenende kommt zu Layer Zero ein Airdrop-Guide und da erkläre ich Layer Zero auch noch einmal im Detail. Ja, das war's. In diesem Sinne, euer Steve, wir sehen uns beim nächsten Mal.